Notfalls sollte ich die Sicherheitsvorkehrungen beim Serverraum überbrücken können. Mit dem Unterbrecher da durch. Gehen oder müssen wir uns den Weg einschlagen? Ist ja doch nicht so ein beschissenes Weihnachten. Nur zur Hölle steckt der Rest der Bullen. Vielleicht hat die Fledermaus Alarm gemacht. Kann einer Freund verschossen knacken.
An das Kanal-Personal. 23 hat die Zellen verlassen. Bleibt auf Alarmbereitschaft. Okay, gebt Bescheid. Überweisen wir ihn ins Gotham General. Sofort, sobald er wieder stabil ist. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Ich will euch nicht wehtun. Zugang zur nationalen Verbrecherkartei. Die ist hier. Du verbringst wohl viel Zeit hier. Coole Pornbox. Du überbrückst die Netzwerksicherheit. Aber du musst das Intranet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten bringen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. Warte. Warum tust du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Sie sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugriff drauf haben. Ich markiere den nächsten Zugang. Sir, das heißt, die Fledermaus hat keine Schusswaffe. Pinguins Handlanger zufolge kann der Unterbrecher ihre Waffen blockieren. Sicher, dass er das ist. Ich buchten wir ein. Zeit. Thank you.
Niemals. Hören Sie, ich bin auf Ihrer Seite. Meine Seite? Meine Seite hält sich an Gesetze. Meine Seite bricht Verdächtigen keine Knochen oder schlägt ihnen die Zähne aus. Wir haben Gottes Respekt verdient. Das war wäre. Raus aus der Schussbahn! Nicht schießen. Wenn er sich bewegt, knallt ihn ab. Du kannst nicht entkommen. Weg da, Gordon! Ich mach ihn gleich! Ich habe einen Gully in der Nähe auf Ihrer Karte markiert. Er führt Sie direkt unter das GCPD. Gute Arbeit, Alfred. Und, Sir, versuchen Sie doch dem Elf in dem Dreck fernzubleiben. Denken Sie daran, wer Ihren Anzug reinigt. Hallo? Hallo, Batman? Hier ist Barbara. Sorry, dass ich mich in deinem Funk einhecke, aber ich bräuchte einen Gefallen. Ein paar Kisten mit Beweismaterial sind verschwunden. Richtiges Armeezeug und niemand kümmert sich darum. Ich schicke dir die GPS-Koordinaten. Setz dein Waffenstörsystem an jeder Kiste ein. Dann gehen die Schaltkreise flöten und das Zeug wird nutzlos. Dinge zu diskutieren, aber dafür haben wir Zeit, wenn du fertig bist. Das heißt, falls du dazu in der Lage bist. Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht.
hast du aber gezeigt, wer hier der Boss ist. Ich erhöhe den Einsatz, Batman. Genau wie versprochen. Pass auf, wo du hintrittst. Wie langweilig. Streck dich doch nächstes Mal etwas an. Nicht widerstehen. Interessant. Dir beim Knobeln zuzusehen war die reinste Freude. Das nächste Mal wird es noch herausfordernder. Das ist kein Spiel, Enigma. Oh, aber das ist es. Eines, aus dem du jederzeit aussteigen kannst. Also stör doch bitte nicht weiter meine Arbeit. Die Funktürme sind eine Sache, aber meine Agenten, meine Daten, meine Netzwerkrelais, die gehen dich nichts an. Also verschwinde! Das sind Black Masks, Man. Nicht die Art Typen, die ich in der Kanalisation erwarten würde. Könnte schlimmer sein. Wenigstens hat er einen Kampfkunstexperten geschickt, um uns zu beschützen. Beschützen? Wovor? Vor den Ratten? Nein. Als hätte die heute Nacht nichts Besseres zu tun, als in der Kanalisation rumzuhängen. Ich hoffe, du hast recht, aber für den Fall des Falles bin ich froh, dass wir Kung Fu auf unserer Seite haben. Wenn du dich damit besser fühlst. Ich frage mich nur, wie ich diesen Gestank je wieder aus meinen Klamotten kriege.
Der Boss zieht heute Nacht eine echt große Nummer ab. Ja, wir müssen die Bewohner Gothams daran erinnern, warum sie den Namen Black Mask fürchten sollen. Das klingt wie aus einem Werkzeugkasten. Bist du nicht dabei? Du hast da...
müssen wir umlegen. Direkt unter dem Revier. Warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an? Die Cops standen schon immer auf seiner Gehaltsliste. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Verbindung bestätigt. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lazy Towers-Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Wegen der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert, damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Und nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem. Alfred.
Alfred. Ich habe genug Informationen, um den Lacey Towers Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Zurzeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es. Roman war schon immer paranoid. Deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sionis verlor. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort, aber Roman wollte er lebendig. Für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sionis unter seiner Kontrolle musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich jage. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Gotham Merchants Bank. Alfred, sieh nach, ob du irgendwelche Infos zu jemandem namens der Joker finden kannst. Ich bin dabei, Sir. Es scheint aber nichts über ihn zu geben. Was wissen Sie über ihn? Nicht viel, aber er hat Black Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Du bist wirklich herzlichst. 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 Du bist wirklich herzlichst. Zur Feier eingeladen. Und es wird ein tolles Fest. Tolles Fest. Tolles Fest. Und es wird ein tolles Fest veranstaltet vom Hatter. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst. Du auch kommst. Du auch kommst. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst, um Spaß mit uns zu haben. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin Jervis Tetch, Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherrenausstatter. Du fragst dich sicherlich, warum ich an dich herantrete. Nun, ich würde gerne mit dir über eine Beschäftigungsmöglichkeit reden. Wenn du dich also bei der Adresse auf der Rückseite dieser Aufnahme einfinden würdest, könnten wir... Hilfe! Bitte! Wenn mich jemand hört, er will... Oh, kümmere dich nicht um Alice, die arme Kleine. Sie ist etwas aus dem Häuschen, ist ja nicht ihre Schuld nach all dem, was sie durchgemacht hat. Aber bald ist sie wieder in Ordnung, keine Sorge.
brechen, um nicht ihr Gesicht zu verlieren. Und wenn es eskaliert, dann hast du eine Nacht wie heute. Wir müssen also nur die Fledermaus loswerden.